Jetzt kommt der Ehegatte dazu, Dankeschön. Die Übersichten haben Sie ja alle in Ihren Unterlagen. Jetzt kommt der Ehegatte dazu. Der Ehegatte macht, wie immer, alles komplizierter. Wenn wir also jemanden haben, der verstorben ist und verheiratet war, müssen wir uns als erstes fragen, in welchem Güterstand haben die denn gelebt? Die allermeisten werden im gesetzlichen Güterstand gelebt haben. Das ist der Zugewinngemeinschaftsgüterstand. Zugewinngemeinschaft bedeutet, immer eine Idee, wie definiert man das? Alle halbieren. Sehr schön für diese pädagogisch wichtige falsche Antwort. Zugewinngemeinschaft meinen viele, in dem Moment, wo ich heirate, gehört am Ehegatten automatisch alles mit, wie Sie gesagt haben. Grob, falsch. Zugewinngemeinschaft bedeutet nichts anderes als, jedem gehört nach wie vor das Seine, Gütertrennung, nur bei Eheauflösung. Was gibt es für Fälle der Eheauflösung? Scheidung und Tod. Bei Eheauflösung gibt es einen Zugewinnausgleich. Erst dann. Also, merken, gesetzlicher Güterstand, Zugewinngemeinschaft, jedem gehört seine, nach wie vor. Wenn ich jemanden heirate, gehört mir von dem, was mein Ehepartner hat, genau nichts. Überhaupt nichts. Wenn die Leute es anders handhaben, weil sie ein gemeinsames Konto eröffnen und alles da drauf einzahlen und beide gleichberechtigt Zugang haben zu dem Konto, das ist eine andere Baustelle, das machen die halt dann freiwillig, weil sie das privat so handhaben. Aber aus dem Gesetz kommt das nicht. Also nochmal, Zugewinngemeinschaft heißt, jedem gehört nach wie vor das, was er in die Ehe mit eingebracht hat. Und nur bei Eheauflösung, Scheidung, Tod kommt es zum Zugewinnausgleich. Also, was passiert jetzt, wenn jemand verheiratet war im gesetzlichen Güterstand? Wer erbt dann wie viel? Da müssen wir schauen, gibt es einen Güterstand? Der gesetzliche ist, wie gesagt, die Zugewinngemeinschaft. Alles andere muss man explizit beim Notar regeln. Notar geht nur notariell. Alternativen zum gesetzlichen Güterstand sind Gütertrennung, Gütergemeinschaft. Gütergemeinschaft macht heutzutage fast keiner mehr. Gütertrennung eigentlich auch nicht unbedingt. Heutzutage macht man, wenn überhaupt, einen Ehevertrag, dann eine modifizierte Zugewinngemeinschaft. Das heißt, man bleibt im gesetzlichen Güterstand und deckelt das irgendwie, dass wenn einer einen extremen Zugewinn hat, dass der Ehegatte nicht Anspruch auf den kompletten Zugewinn hat, sondern bloß auf einen Anteil. Beispiel, ein Unternehmer heiratet jemanden und baut dann seine Firma, seine Anwaltskanzlei, seine Arztpraxis, sein Architekturbüro während der Ehe auf, sodass das ein paar Millionen wert ist, nach Berechnung der Gutachter, dann würde das heißen, dass im Scheidungsfall die Ehefrau einen Anspruch auf die Hälfte des Zugewinns hat, also das, was war die Kanzlei bei Eheschließung wert, was ist sie jetzt wert, davon die Hälfte würde an die Frau gehen. Dann sagt der Gutachter, oh super, die Architekturkanzlei, das Architekturbüro ist 5 Millionen wert, dann müsste der Ehegatte 2,5 Millionen zahlen. Schaut er auf sein Bankkonto, findet er keine 2,5 Millionen, weil es natürlich virtuelle Werte sind. Deswegen deckelt man das Ganze in der Praxis in solchen Fällen. Die allermeisten werden aber im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, sprich im gesetzlichen Güterstand leben, weil sie keinen notariellen Ehevertrag geschlossen haben. Also, was gilt dann für eine, Erbquote? Jetzt sehen Sie in den Unterlagen, der Ehegatte, der gesetzliche Erbteil des Ehegatten ist ein Viertel. Einspruch. Genau, jetzt sagen Sie, Schmeitzel, wie immer, keine Ahnung. Ich weiß ganz sicher, ich habe ganz viele Fälle gesehen, da hat der Ehegatte ein Halb geerbt. Richtig vom Ergebnis. Aber diese Hälfte des Ehegatten, diese ein Halb Erbquote, setzt sich zusammen aus zwei Bestandteilen. Das eine ist tatsächlich der gesetzliche Erbteil von einem Viertel neben Kindern. Also wir reden jetzt von einem Fall, jemand hat Kinder und einen Ehegatten.
dann hat der E-Gatte, der Überlebende, ein Erbteil, nur den Erbteil von einem Viertel. Das zweite Viertel, damit ich auf die Hälfte komme, das zweite Viertel kommt aus dem Familienrecht. Das ist ein sogenannter pauschalierter Zugewinnausgleich. Ich rechne also beim Tod nicht aus, was hat denn mein Ehegatte im Lauf seiner Ehe verdient, wie viel Euro hatte er Vermögen, als er in die Ehe gekommen ist, wie viel hatte er beim Tod, so wie ich es bei der Scheidung mache. Das kennt ihr aus der Scheidung. Da wird auf jeden Euro ausgerechnet, was hat er oder sie gehabt am Anfang, was hat er am Schluss gehabt. Beim Todesfall macht man das in aller Regel pauschaliert. Das ist dieses zweite Viertel, das muss man sich aber klar machen. Es ist ein zweites Viertel, was aus dem Familienrecht kommt, der sogenannte pauschalierte Zugewinnausgleich. So komme ich zu meiner Hälfte als überlebender Ehegatte neben Kindern. Viertel Erbteil, Viertel pauschalierter Zugewinn. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil es manchmal sein kann, wenn der Verstorbene einen extrem hohen Zugewinn erzielt hat, also in die Ehe gekommen ist, arm wie eine Kirchenmaus, verstorben ist als Bill Gates, dann will ich vielleicht nicht bloß meinen pauschalierten Zugewinnausgleich, sondern will ich es vielleicht ausrechnen. Dann kriege ich mein Viertel aus dem Erbrecht und das andere nehme ich nicht meinen pauschalierten Viertel, sondern dann nehme ich den tatsächlich errechneten Zugewinnausgleich. Das kann mehr sein als ein weiteres Viertel. Bloß als Merkposten. Bei den allermeisten wird so sein, dass man sagt, okay, der überlebende Ehegatte erbt ein halb, ein Viertel aus dem Erbrecht, ein Viertel aus dem Familienrecht. Bei anderen Güterständen haben Sie diese Tabelle, wenn also hier Zugewinngemeinschaft gegolten hat, gesetzlicher Güterstand, kein Ehevertrag, dann haben wir, wie besprochen, ein Viertel plus ein Viertel neben Kindern. Erste Ordnung heißt, es gibt auch Kinder, dann erbe ich als Ehegatte ein halb. Gibt es außer mir als Ehegatten keine Kinder, sondern nur Erben zweiter Ordnung? Was sind Erben zweiter Ordnung? Das sind die Eltern oder wenn die schon verstorben sind, meine Geschwister. Dann ist mein gesetzlicher Erbteil schon ein halb plus den pauschalierten Zugewinnausgleich von ein Viertel. Das heißt, da erbe ich schon drei Viertel als der überlebende Ehegatte. Aber das restliche Viertel geht halt an die buckligen Geschwister, also Brüder oder Schwestern des Verstorbenen. Das mag ich jetzt auch nicht unbedingt als überlebender Ehegatte. Wenn wir uns gemeinsam ein Haus aufgebaut haben und ich stelle fest, mein Mann ist verstorben, dann meine ich, naja, dann wäre ich die Haushälfte schon erben, wenn er kein Testament gemacht hat. Falsch. Ich erbe drei Viertel von der Haushälfte. Das andere Viertel kann ich mit meiner Schwägerin, mit meinem Schwager auseinandersetzen, ob man der das schenkt oder nicht oder ob er einen Ausgleichsanspruch haben möchte gern oder so. Also in dem Fall ist es sehr sinnvoll, ein Testament zu erstellen, damit klar ist, Bruder, Schwester erben nichts gesetzlich, sondern das gehört dann bitte schon mir als überlebendem Ehegatten. Bei Gütertrennung, Gütergemeinschaft, das überspringen wir jetzt, das wird zu lang dauern, merken Sie sich nur, in anderen Güterständen, also wenn die einen Ehevertrag gemacht haben, Gütertrennung, Gütergemeinschaft oder so, dann sind die Erbquoten anders, Klammer auf, und damit auch die Pflichtanteilsquoten, Klammer zu. Darf man also auch nicht immer pauschal sagen, ja, der Pflichtteil ist so und so, da muss man als allererstes immer fragen, haben denn die einen Ehevertrag gehabt?